Im 14. Jahrhundert erlebte Europa ein goldenes Zeitalter. Städte wuchsen und florierten und das Leben schien vielversprechend. Doch dieses Sicherheitsgefühl könnte durch eine Katastrophe zerstört werden, die die Geschichte verändern würde. Der Schwarze Tod, auch Pest genannt, stammt von bakteriellen Infektionen. Die Pest, durch Flöhe auf Mäusen übertragen, verbreitete sich entlang der Handelsrouten zwischen Asien und Europa. Im Jahr 1057 erlebte Cecilia diesen Albtraum. Dann breitete es sich über den ganzen Kontinent aus. Es gibt zwei Hauptformen der Pest. Die Beulenpest verursacht schmerzhafte Schwellungen, sogenannte Zwiebeln, und verursacht auch hohes Fieber, das zu einem schnellen und schmerzhaften Tod führt. Die Form der Lungenentzündung ist schädlicher. Sie greift die Lunge des Menschen an und ermöglicht die Übertragung der Krankheit von Mensch zu Mensch durch Husten. Die Geschwindigkeit der Ausbreitung der Krankheit hält Dörfer und Städte in einem Zustand des ständigen Terrors. Die Ärzte der damaligen Zeit trugen ihre charakteristischen Schnabelkostüme, mit Krankheiten konfrontiert, wussten wenig über ihre Ursachen und Behandlungen, ihre Bemühungen, die Epidemie einzudämmen, waren vergeblich. Die Gesellschaft der damaligen Zeit in eine Krise der Angst und Verzweiflung gestürzt, Familien zerstört und Dörfer verlassen. Die Wirtschaft des mittelalterlichen Europas brach mit einem drastischen Bevölkerungsrückgang zusammen, was zur Plünderung von Land führte. Die landwirtschaftliche Produktion ist stark zurückgegangen. Der Rückgang der Arbeitskräfte führte zu Lebensmittelknappheit und höheren Löhnen, die das damalige Feudalsystem beeinflussten. Die Kirche steht vor einer beispiellosen Krise und ist nicht in der Lage, Lösungen und Antworten auf die Pest anzubieten. Die Menschen begannen, die Gültigkeit der Kirche und ihrer Lehren in Frage zu stellen. Verzweiflung und Angst führten zu neuen religiösen Bewegungen und Häresien, die den Grundstein für die Reformen legten, die sie im nächsten Jahrhundert sehen würden. Kunst und Kultur sind tief vorgedrungen. Beeinflusst durch den Schwarzen Tod sind die Themen des Todes und der Fragilität des Lebens in Literatur, Skulptur und Malerei weit verbreitet. Und Schriftsteller und Künstler wie Giovanni Boccaccio Dokumentarfilme oder Die Pest spiegeln das Elend und Leid einer Gesellschaft wider, die von Katastrophen geprägt ist. Trotz seiner verheerenden Auswirkungen brachte der Schwarze Tod bemerkenswerte Veränderungen mit sich. Die Krise hat zu einer Neubewertung sozialer, wirtschaftlicher und gesundheitlicher Praktiken geführt. Der Schwarze Tod war eine Tragödie, die die Zerbrechlichkeit der mittelalterlichen Gesellschaft offenbarte. Aber das hat funktioniert. Große Veränderungen prägten Europa. Selbst in den dunkelsten Zeiten zeigte die Menschheit Anpassungsfähigkeit und Widerstandskraft. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal und teile es mit deinen Freunden, damit du nichts verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.